So Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge Ark Scorched Earth. Ihr kennt das Prozedere und heute gibt es was ganz, ganz Spezielles. Und zwar geht's heute Dracheneier holen, ja. Wir haben hier noch welche, die sind aber beide nicht sonderlich gut. Deshalb wollte ich mir neue holen einfach. Ich werde mir dann auch noch jetzt dann wahrscheinlich ein Brutkasten oder ähnliches bauen. Irgendwas, wo ich die in Sicherheit quasi ausbrüten kann. Vielleicht aus Adobe-Strukturen oder so, muss ich mal gucken. Das ist noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das Ganze nicht alleine geplant, Leute. Nein, wir machen die ganze Aktion mit unserem Nachbarn, dem Matthias. Da düse ich jetzt mal hin. Da lernt er den auch mal kennen, ihr Jungens. Und der düst mit. Und wir holen zu zweit dann Dragon Eggs. Das ist, glaube ich, mal eine ganz gediegene Abwechslung, oder? Ich mache mal hier kurz den Master Sound noch einen Ticken lauter, dass ihr den Boy hört. Ja, soll ja nicht stumm sein. Matthias! Matthew! Matthias Popiat! Matthew! Channel switched. Hallo! Hallo! Und alles gut? Ja, bei mir schon. Und bei dir? Ja, ja, auch. So, sollen wir los? Okay. Ja, können wir. Wie viel Movement Speed hat dein Agentaris? 205% Grad. Meinen besseren haben Legendary einfach so getötet. War ich gerade auch am Eier holen, da kommt die Message. Haben sie mit einem Steingolem irgendwie gekillt, vom Dach runter. Ah, okay, ja. Bei den Jungs habe ich noch richtig viel geholfen. Ja, das ist ja Legendary. Ich statte den kurzen Besuch ab, ja? Ja. So. Hoffe, ich krieg den. So, hab ihn. Das war Zocki. Sehr gut. Ich will nur kurz schauen, was der mit hat. Hab ich gelootet, ist in meinem Adler sofort reingedingst. Alter, was hier spawnt, guck mal. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Boah, yo. Geht's ja richtig ab. Ja, bin angespannt, mega nervös. Ja, ich finde hier das Suchen, das geht noch. Ja. Das Ei holen finde ich viel, viel schlimmer. Haben die so eine riesen Akku-Range, also... Nee, die ist relativ klein. Ah, okay. Das Einzige, von was du dich... Also, Giftdrachen sind völlig scheiße, die kriegen dich nicht. Du brauchst dir keine Angst vor haben. Oh, das ist einfach. Elektro, oder? Ja, die Elektro, die rösten richtig durch. Die haben von denen Förderts einen Adler einfach one-hitted. Und der Feuer auch, also wenn der dich anzündet, dann verliert der Agentavis auch schon gut 1000 Leben oder so. Wie viel Leben hat dein Agentavis? 1100 oder so. Ich habe wurde einmal angespuckt und hab's knapp überlebt, aber richtig knapp. Ja, meiner hat 2500 noch. Ach, es geht doch. Aber links von uns ist auch wer. Caps sind da. Ein Spieler? Ja. Ach lol. Alles klar, vielleicht locken die gerade Drachen von einem Ei weg, dann lass mal hier gucken. Oder die suchen nur weibliche. Rechts ist eins. Ich muss nur einmal kurz landen, dann. Ja, Poison-Drachen. Warte, schau mal, welches Level der hat. Wie nah ist der? Okay. Der ist Level 4. Jetzt könntest du versuchen. Pass auf, der hat dich, glaube ich. Ich? Ne, der hat einen Agentavis. Ist hier noch ein Adler? Noch ein Drache? Nein, du könntest rein. Sag, sobald einer kommt, weil das Ei ist unterm Nest. Wir sind jetzt oben. Das Ei ist unterm Nest gebackt und man kommt hier nicht dran an dem Nest. Oh, okay. Nein! Ah, es ist safe, weil alles... Okay, das Ei können wir, da kommt man nicht dran. Soll ich recht sicher aus, oder? Warte. Da unten ist einer, aber... Lieber nochmal gucken. Ja, okay, jetzt sind schon zwei. Wo, bei mir? Unter dir, ja. Ja, wir müssen da auf den richtigen Moment warten. Der Lava. Die sind echt zu nah. Ich glaube, das können wir nicht riskieren. Ja, und da ist Level 12. Oh, das sind jetzt drei. Oh man, man kann doch nicht sehen, welches Ei da drin liegt, ne? Nee. Nicht, dass das auch so ein verbuggtes ist. Ich nehme das Ei gar nicht. Alter, hier sind gar keine Drachen. Oder ich sehe sie nur nicht. Jetzt ist aber hier auch gerade... Ja, Alpha, ist hier. Alpha. Oh, recht nah oder wie? Der hätte mich fast gehabt. Okay, ich trau mich. Du machst Ei. Oh, okay, wie viel? Weiß ich nicht.
Level 68. Und weg. Jetzt muss ich richtig hardcore wegfliegen. Welche Richtung fliegst du? Richtung Sand oder? Nee, Richtung. Nein. Der hätte mich fast getroffen. Der Alpha oder? Nee, aber ich habe drei Drachen. Nein. Kommen. Auch noch ein Blitz. Jetzt kommt noch ein vierter dazu. Ja. Holy shit. Oh, das war richtig knapp. Ich war in der Animation vom Feuer drin. Mein Bildschirm war komplett rot, aber es hat irgendwie trotzdem nicht getroffen. Huh. Also ich hab noch ein Ei, das ich nicht möchte. Das ist ein 52er Poison. Ja, warte mal, ich weiß gerade nicht, ob ich das jetzt überlebe. Ich hab noch ein 52er Poison-Ei. Das möchte ich nicht haben. Wenn du willst, kannst du es nehmen und dann gehen wir so, ich weiß nicht, ich glaube so in einer halben Stunde oder in einer ganzen Stunde müssten wir dann Milch holen oder so. Ja. Ja, nice. Obwohl ich lieber Feuer hätte, um ehrlich zu sein. Die machen ja am meisten Damage, oder? Ja, Feuerdrachen sind immun gegen Feuerpfeile, das ist übelst stark. Und die machen richtig AOE-Schaden. Das Feuer, also das Anzünden, das zieht einfach 1000 Leben. Also kannst du dir das Ei bei mir abholen? Ja, ich komm schon, bin jetzt gleich da. Ich überleg nur, wie ich das mache, weil die wollen die Drachen halt alle töten, die aufgewachsen werden. Also die großgezogen werden. Ich überleg gerade, ob ich mir irgendwas baue, wo ich die dann drin brüte. Aber du musst kurz deine Turrets, glaube ich, abstellen. Oh ja. Aber ich verstehe nicht, bei New Meta, dass so wenig drauf gespielt haben. Ja, aber irgendwie tote Buchse und ich fand's auch nicht so geil, wie es eigentlich. Ja, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, ja. Und deshalb war es dann da relativ schnell vorbei. Und ich muss hier gerade übelst improvisieren bei meinem Dingensgehege. Aber muss nur gucken, wie ich das mit einem Dach mache, ne? Das ist natürlich noch ein klitzekleines Problem. Und ich werde mal in die Richtung expandieren. Das war die doofe Richtung, weil hier kann ich gar nicht expandieren. Oh Leute, User dann joined your channel. Hallo. Dags. Hi, alles klar? Jojo, selbst? Jo, läuft. Nice. Ist der einzigartige Wurstwasser, mit dem du gerade redest. Fühl ja, ich geehrt. I know. Ja, dieses Mal nicht dabei, leider. Obwohl, ich hab das DLC, aber ich hab irgendwie... Nee. Alleine spiele ich ungern. Ich bin so eine faule Sau, weißt du? Kenne ich. Ja, deswegen. Oh, ich nerv dich mal nicht weiter, ne? Ich geh da mal wieder. Alles klar. Ciao. User left your channel. Eigentlich ist aus Steinbauen das Ding richtig scheiße, weil man hier dann selber immer stirbt. Aber was will ich anderes machen? Man stirbt selber, wenn man Steinbaut. Ja, aber aus Adobe könnte ich bauen. Können wir dann gleich mal angucken. Ah, oh, das ist halt echt schon übelst groß irgendwie. Meiner ist recht breit, aber ja, es geht. Meiner ist einfach hoch. Meiner ist jetzt auch 3x4 groß geworden. Okay. Meiner ist 1, 2, 3 mal 4 und ich habe halt da unten noch so ein bisschen. Wie braucht denn der Drache zum Aufziehen? 3-4 Stunden. Oh, okay. Und so nach einer Stunde oder so musste dem die Milch reindrücken. So wäre schon sehr nice. Jo. Ist das cool oder ist das cool? Na, warte, ich komm gleich. Das ist obercool. Boah, es ist viel zu groß. Das ist nicht nur 7 hoch oder so, das ist 20 hoch. Nein, aber 10 oder so bestimmt. Oh ne, mein Jaboa macht Geräusche, ein Sandsturm kommt, glaube ich. Also aufpassen. Ja, bei mir passt's auch. Bei mir passt's nicht. Okay. Hab ein Problem. Passt nicht. Mein Gate behindert, dass ich hier ein Dach reinbauen kann. Ach scheiße. Oh ja, und das habe ich noch nicht gedacht. Riesen-Hedgefilm, oder? Ja. Okay. Da müsste ein Drache durchpassen, da würde ich fast für. Also ein Quetzel passt locker durch. Ja? Ja. Passt ein Drache auch, oder? Ja, dann müsste der Drache auch, ja. Ja, ich teste jetzt mal. Das Ding ist, wie groß? 3x3? Nee, 2x2. Ist das der Giant? Das ist der Giant, ja. Toll. Und wie groß ist denn dann die normale? Ich weiß es nicht.
baue den jetzt einfach mal und guck. Hä, als ob der große dann einmal eins ist, da kommt doch nichts durch. Okay. Hä, der passt da nicht durch, oder? Keine Ahnung. Das ist viel zu klein. Weil man muss gar alles blockiert schon, aber du musst das Gate einfach aufmachen und dann die Ceiling setzen. Geht das? Dann funktioniert's, ja. Oh, wenn das jetzt geht, dann habe ich so viel umsonst gemacht. Bei mir funktioniert es zumindest. Ja, geht. Leute, bin ich dumm. Und dann würde ich eigentlich anfangen, die 3D-Eier auszubrüten. 3 Stunden könnte ich jetzt noch. Ja, das schaffen wir locker. Das Eis in 20 Minuten geschlüpft und dann können wir gediegen los. Also, ja. Wenn das wirklich bei dir okay ist. Ja, dazwischen muss ich halt irgendwann noch essen gehen. Kurz. Okay. So, ich habe jetzt hier so ein Dachluken-Dings. Krass, okay. Jetzt verkabel ich noch kurz da den ganzen Scheiß, weil ich möchte natürlich da auch dann Turrets hinstellen. Aber angeblich ist ja in diesen Alpha-Tieren, sind da ja 40 bis 50 Milch drin, oder? Ja, in dem Alpha ja, aber wir kriegen den Alpha never ever gekillt. Aber es reicht ja, also wir brauchen eine Milch pro Drache. Und in einem Female-Dingens sind so... Ja, im Durchschnitt 5 Milch drin. Das heißt, man könnte 5 Drachen gleichzeitig ausbrüten. Das heißt, es reicht für uns beide locker easy. Okay. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das nicht funktioniert, wenn man einen Drachen einsperrt, legt und dann aufwachen lässt und dass man ihn wiederlegt, dann ist aber keine Milch drin. Das geht nicht. Da ist genau keine Milch drin. Das wird im Endeffekt eh so hinkommen wieder. Später, wer am meisten Drachen hat, gewinnt. Ah, ich weiß nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube, Golems sind auch noch recht wichtig. Ja gut, aber können die Golems Steine in die Luft werfen? Ja. Too cold? Was? Und das liegt viel mehr in der Mitte. Ach nee, ja, geht. Jo, beide funktionieren. Was ja. Geiler Scheiß, Alter. Ja, meins ist bei der Hälfte. Ja, du musst das dann nur claimen, der Dude, der kann dann da ruhig 1-2 Stunden stehen, ohne dass der irgendwie Milch hat. Wir sollten dann so, ich weiß nicht, in einer halben Stunde oder so uns langsam mal losmachen, glaube ich. Ja. Um die zu holen. Los? Ja, lass uns los. Adrobert! Hallo! Was geht? Oh, ihr seid vollständig, nice. Was hier wird's? Weißt du, was wir gerade machen? Was denn? Milch holen. Bei euch ist Party. Irgendwas geht da ab. Ja, dein Kühler wird angegriffen von Arcano. Ah. Yo, sag dein Ding, der soll meinen Adler lassen, Alter. Als ob, Junge. Mein Adler hat einen Stein von eurem Ding abgekriegt. Jetzt werden wir eskaliert. Arcano, got some problems. Junge. Was sagt Alex gerade? I got you, Calvin. Gar nicht. Geht. Ach so. Weil der Alex hört die ganze Zeit Adegans. Soll ich einen von euch entführen? Nein, bitte nicht. Okay. Wir müssen mal kurz den Adler forcefeeden. Ja, okay. Ich nehme mir nur noch ein bisschen Eisen aus der Forge, dann gehe ich, ne? Ja, ist er. Okay. Warte, bevor du den Rand siehst. Ich muss ja entweder, du ladest mich kurz in deinen Tribe ein oder ich muss einen Pinko eingeben. Ja, wenn ich in den Tribe einlade, dann sind deine Strukturen weg, dann gehören die nicht mehr dir, weil keiner mehr im Tribe ist. Kann man das nicht irgendwie jetzt umändern kurz? Nee. Ja, das ist blöd. Also doch, aber dann sind halt, warte mal, hier ist noch einer vor der Base. Das Passwort für das Tor ist 5555. Der ist Mail. Ja. Am besten beide, machst beide auf. Oder ich mach sie beide auf. Ich weiß nicht, ob du da so stehen kannst. Warum sind denn die zu? Ah, ne, hinten ist offen. Du darfst nicht zu Fuß sein. Ja. Wenn ich hier stehe, kriegt er dann die Akku. Also am besten, ich lock den rein. Du fliegst irgendwo, weiß ich nicht, hier so daneben. Und sobald der drin ist, fliegst du einfach sofort hier gegen das Gate und machst dann zack. Code eingeben und zu. Ja. Das ist am leichtesten, glaube ich. Hier ist auch noch eine Snake. Achtung, warte. So. Also am besten auch nochmal einmal alles rundherum clearen. Alter, ist der schnell. Okay, er hat mich. Ich bin bereit.
Sehr gut. Könnte sein, dass der auch nochmal die Aggro verliert und ich den nochmal holen muss. Und es kann sein, dass es nicht klappt, sondern dass der drüber fliegt. Ja, du musst ihn ein bisschen um die Kurve noch ziehen, oder? Nee, ich meine, dass der nicht ins Gate fliegt, sondern da drüber hinweg halt. So. Ist er drin? Nee, genau das meinte ich. Jetzt müssen wir halt nochmal eine Runde. Also ich gehe immer auf die andere Seite. Jo. Holy shit. Das ist, macht ja nicht so viel Spaß. Ich farm dann lieber, das ist mir ein bisschen sicherer als... Oh lol, der spuckt. Okay, ich komm, das müsste, das ist eigentlich perfekt hier gerade. Oder? Ja. Jo, das sieht ziemlich nice aus, voll gerade. Und? Was? Ja. Nein, du warst zu nah. Mann, wieso war ich zu nah? Egal, ich mach nochmal. Der ist nämlich vorher abgedreht. Weiß nicht, ob du zu nah warst oder ob der einfach so die Aggro verloren hat. Der mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen weiter weg. Oh, die Kugeln, die der spuckt. So, ich komm wieder. Ja, ich seh dich. Next try. Bist du irgendwo eine Wasserquelle hier oben? Okay, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Schnell, 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 schnell. Ganz schnell, ganz schnell. Der wird gleich spucken. Gate oh, perfekt, perfekt, perfekt. Ja, was? Okay, wir haben ihn. Geil. Jetzt müssen wir noch schnell hier die Snakes wegräumen. Kann der da rausspucken und trifft den Ja, anders. kann er. Aber ab einer bestimmten Range versucht er nicht mehr zu schießen. Oh, diese scheiß Titanboa jetzt hier. So, das heißt, wir stellen uns jetzt einfach hier hin. Oder ich mach das, passt du einfach auf meinen Agentavis auf, okay? Ja. Alles klar, okay, das war geil. So muss das laufen. Alter, was hält denn der aus? Ah, jetzt, oder? Er liegt. Was? Der hat keine Milch, der wurde schon mal betäubt. Oh, scheiße. Fuck. Okay, wir müssen das Tor aufmachen ganz schnell und einen neuen ranholen. Hey, als ob. Hast du noch Giftpfeile mit? Ja, ich habe 50 Stück. Okay, gut, weil ich habe die Hälfte jetzt weg. So, Tor ist offen. Als ob da jemand den betäubt. Ja, nein, Alter, wie dumm war das denn jetzt? Ich glaube, da oben, der ist Female. Dann haben wir unseren Kandidaten. Ja, ist er. Oh, das wird jetzt so riskant. Der wird mich eventuell so verbrutzeln. Ich gehe auf die andere Seite mal. Okay, ich habe ihn, glaube ich. Sturzflug kommt. Oh mein Gott. Holy shit. Das ist so creepy. So, ich fliege auf den Käfig zu. Ich weiß nicht, ob der Winkel passt. Sieht das gut aus? Sieht gut aus, oder? Ja, vielleicht ein bisschen zu hoch. Ist der? Ja, dann muss ich es nochmal machen gleich. Mach zu, glaube ich. Ich glaube, es ist. Jo, mach zu, schnell, schnell, schnell. Ich flieg ran, damit ich Aggro hab. Hä? Lag? Okay, nee, ist perfekt. Pass auf. Alter Falter, ist das ein Abenteuer hier. Ja, okay, dann go. Brauchst du noch Pfeile, oder? Willst du schießen, oder soll ich? Ich kann auch schießen. Dann mach du. Dann passe ich hier auf. Nur geh nicht zu nah ran. Wo hast du die Milch? Oh, das ist schon. War ich hier. Ich hab's in den Preserving gegeben. Wo ist denn der? Kannst zurück reinkommen. Ach, da. Oh, geil. Ich nehme mir einfach zwei mit, ja? Ja. Wird das schon, ja, ist schon recht groß. Ja, nice. Ich muss mich nur beeilen. Ah, er will schon Milch. Ja, nehme ich mal an, oder? Ich weiß nicht, ab wann die essen. Wie lange hält denn die Milch in den Drachen? 22 Minuten. Kannst sie hier im Preserving bei mir lagern, da hält sie eine Stunde. Ja, mache ich jetzt auch. Und dann, wenn es da nur noch 10 Minuten sind oder so, dann bringe ich die dem Drachen.